Wer seine Gesichtskonturen nicht verlieren will, muss darauf achten, dass sich seine Halsmuskulatur nicht zu stark verkürzt. Das lässt nicht nur ein Doppelkinn, sondern auch Hängebecken entstehen. Schieb deinen Unterkiefer nach vorne, leg den Kopf zur Seite und in den Nacken. Du spürst nun, wie sich der Kopfwendemuskel dehnt. Der fängt hier an und endet hinter deinem Ohr. Mache diese Dehnung eine halbe Minute lang auf jede Seite. Dieser Muskel ist bei den meisten von uns chronisch verspannt und verkürzt durch Computerarbeit, Schreibtischtätigkeiten, einfach durch dieses ständige nach unten schauen. Und es ist nicht nur für schöne Gesichtskonturen notwendig, ihn zu dehnen, sondern auch für einen gesunden Hals-Nacken-Bereich. Für mehr Tipps abonniere meinen Kanal.